Ich stehe mitten im Leben. Ich denke nicht gerne darüber nach, was ist, wenn mir mal was zustoßen sollte. Aber was passiert eigentlich mit meinem Körper nach meinem Tod? Könnte mir ja eigentlich egal sein. Warum sollte ich mich dann trotzdem hiermit beschäftigen? Das ist ein Organspendeausweis. Aber was ändert sich eigentlich, wenn ich den mit mir rumtrage? Werde ich dann schneller für tot erklärt, damit man eher an meine Organe kommt? Nein. Für die Feststellung des Hirntodes gibt es sehr genaue Vorschriften. Ist die Diagnose sicher, bleibt die Beatmungsmaschine bis zur Organentnahme angeschaltet. Denn die Organe müssen mit Sauerstoff versorgt werden. Bei Menschen, die nicht Organspender sind, wird sie dagegen eher abgeschaltet. Kann ich auch nur ein Organ spenden? Ja, kann ich. Man kann auch sagen, dass man nur ein bestimmtes Organ spenden möchte. Zum Beispiel das Herz. Oder einzelne Organe ausschließen. Grundsätzlich kann man Herz, Leber, Nieren, Lunge, Bauchspeicheldrüse und Dünndarm spenden. Und Gewebe wie Knochen oder die Hornhaut des Auges. Kann ich auch festlegen, dass meine Organe nur an bestimmte Menschen gehen, zum Beispiel nur an Kinder? Kinder werden bei der Verteilung der Organe immer vorgezogen. Aber wenn ich diesen Wunsch in meinen Organspendeausweis schreibe, ist das gegen das Gesetz. Damit ist der Ausweis sogar ungültig und es können gar keine Organe entnommen werden. Haben Sie sich solche Fragen schon einmal gestellt? Das Thema Organspende betrifft alle. Für Organspender gibt es keine Altersgrenze. Und damit man im Fall der Fälle weiß, was zu tun ist, ist es für Sie und Ihre Familie wichtig, dass Sie Bescheid wissen. Und da sind Sie hier richtig. Herzlich willkommen bei Quarks. Mein Name ist Maite Nürnkim und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Haben Sie sich schon einmal gefragt, was eigentlich passiert, wenn Ihnen im Ausland etwas zustößt? Es ist 5.45 Uhr morgens. Mein Kollege Nico startet mit unserem Team in einem Skibus Richtung Österreich. Was die Teilnehmer dieser Tagestour nicht ahnen, wir machen mit Ihnen heute ein ungewöhnliches Experiment. Noch schlafen die meisten. Unter die Skifahrer im Bus hat sich auch Dr. Pascal Willemsen gemischt. Experimentelle Philosophin der Ruhr-Universität Bochum. Sie will wissen, was passiert, wenn einen das Thema Organspende ganz plötzlich persönlich betrifft. Mit dem Grenzübertritt startet Busleiter Tizian unser Experiment. So, dann nochmal eine kleine organisatorische Angelegenheit. Ihr habt es vielleicht gesehen, wir sind gerade über die Grenze gefahren. Also ab hier ist, falls euch was passieren sollte in Österreich, seid ihr automatisch Organspender. Ja, sobald Sie sich in Österreich aufhalten, sind Sie automatisch Organspender, wenn Sie nicht zu Lebzeiten widersprochen haben. In Spanien übrigens auch, wenn Ihre Familie nicht widersprochen hat. Fühlt sich das für Sie komisch an oder ganz normal? Es ist jedenfalls das, was auch unser Gesundheitsminister für Deutschland einführen will. Die Widerspruchslösung. Wer nicht widerspricht, ist automatisch Spender. Dazu gleich auch noch mehr. Dahinter steckt ein schöner Gedanke. Menschenleben retten. Esma ist 10 Monate alt und braucht ein neues Herz. Monatelang lebte das Baby mit seiner Mutter auf der Intensivstation. Heute endlich hat das Warten ein Ende. Und heute war das schönste Tag für mich. Ja, heute haben wir endlich unser Spendeherz. Also seit 4 Monaten haben wir es gewartet. Ja. 4 lange Monate, die Esma nur dank ihrer künstlichen Herzpumpe überlebt hat. Ja, es geht mir gut. Hoffentlich morgen dann noch besser, wenn ich mal meine Tochter wiedersehen kann. Ja. Esma hat einen schweren, angeborenen Herzfehler. Die künstliche Pumpe wurde ihr eingesetzt, als sie ein halbes Jahr alt war. Eine große Operation. Aber nichts gegen das, was nun vor ihr liegt. Eine Herztransplantation. Falls das angebotene Herz für Esma geeignet ist, das muss Kinderherzchirurg Johannes Kroll jetzt entscheiden. Er telefoniert mit seinem Kollegen, die in einem anderen Krankenhaus gerade untersuchen, ob das Spenderherz geeignet ist.
Die Entscheidung ist gefallen. Die Kollegen werden das Spenderherz jetzt entnehmen, während Dr. Kroll Esma vorbereitet. Die Herzpumpe und ihr krankes Herz müssen raus, um Platz zu schaffen für das neue Organ. Wir wollen möglichst mit einem Zeitpolster, bevor das Herz hier im Saal ist, im Inneren des der Brust alles vorbereitet haben. Das heißt, wenn dann das Organ zur Tür hereinkommt, dass dann das eigene Herz und das Kunstherz alles so voneinander separiert und innen drin handhabbar ist, dass dann zack, zack, zack das rausnehmbar ist und dann die Transplantation gemacht werden kann. Zack, zack, zack. Klingt einfach, aber die Operation ist äußerst schwierig und der Zeitdruck extrem. Dann plötzlich schlechte Nachrichten. Der Flieger kann witterungsbedingt nicht in Freiburg landen. Der Max hat nochmal angerufen. Die würden über Karlsruhe fliegen. In 2 Stunden 15 Minuten wären sie in Freiburg. Eine Zeitverzögerung, die Folgen haben könnte. Ein Herz übersteht gerade mal 4 Stunden ohne Sauerstoff. Es wird eng. Nach der Zwangspause bereitet sich Chirurg Kroll auf die OP vor. Es ist mittlerweile kurz nach 3 in der Nacht und er muss jetzt Höchstleistung bringen. Also die Herausforderung ist natürlich in der Zeit, in einer möglichst kurzen Zeit, das Herz einzusetzen, sodass die insgesamte Zeit, wo das Herz keine Ernährung hat, sondern nur auf Eis liegt, möglichst kurz ist. Also es kommt jetzt auf jede Minute an, so schnell wie möglich das Herz neu einzunähen. Das Entnahmeteam mit dem Spenderherz rast derweil mit Blaulicht über die Autobahn. In 10 Minuten im Saal. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Dr. Kroll beginnt, Esmas krankes Herz herauszuschneiden. Endlich. Die wertvolle Lieferung, das neue Herz, kommt an. Vor gut 2,5 Stunden haben die beiden jungen Herzchirurgen dem Spender das Organ entnommen. In der blauen Kühlbox ist es bis jetzt sicher verwahrt. Die Kühlbox mit Esmas neuem Herzen kommt im Operationssaal an. Ihr altes, krankes Herz und Teile der Herzpumpe hat Dr. Kroll mittlerweile schon herausgeschnitten. Und das ist Esmas neues, gesundes Herz. Vor wenigen Stunden noch hat es in einem anderen Kind geschlagen. Ein Kind, das gestorben ist und dessen Eltern mit der Organspende nun Esmas Leben retten können. Die Operateure bereiten das Herz für die Einpflanzung vor. Esmas Leben hängt jetzt an der Herz-Lungen-Maschine. Sie versorgt das Baby. Die Maschine macht solche Operationen überhaupt erst möglich. Johannes Kroll wird das neue Herz jetzt einsetzen und die winzigen Blutgefäße miteinander vernähen. Dann muss es nur noch anfangen zu schlagen. Aber es fängt nicht an zu schlagen. Mit dem Zeigefinger massiert der Chirurg vorsichtig das Organ, um es zu unterstützen. Doch das Herz will nicht schlagen. Johannes Kroll versucht es weiter mit einer vorsichtigen Herzdruckmassage. Doch keinerlei Reaktion. Das neue Herz ist durch den langen Transport offenbar zu geschwächt. Nur die Herz-Lungen-Maschine hält Esma jetzt noch am Leben. Okay, ganz schwach blau. Mit dem Schocklöffel wird Johannes Kroll dem Herzen einen Stromstoß geben. Endlich. Es zuckt. Aber nur ganz schwach. Wegen der langen Transportzeit war das neue Herz sehr lange ohne Sauerstoff. Weil das ist ja ganz schrecklich für ein Herz, 4 Stunden lang nicht zu schlagen und auf Eis zu liegen. Das würde ihr Herz auch nicht gerne haben. Langsam aber wird es kräftiger und es beginnt richtig zu schlagen.
In dem Moment, wenn der Herzmuskel wieder schlagen darf, sagt er, juhu, dafür bin ich auf der Welt, dafür bin ich da. Und dann erholt sich alles. Ein Jahr nach der Transplantation. Esma hat sich verändert. Aber sie wächst nur langsam, denn sie hat oft Infekte, die ihren kleinen Körper schwächen. Das liegt an den Medikamenten, die ihr Immunsystem unterdrücken und verhindern, dass ihr neues Herz abgestoßen wird. Esma ist nicht gesund, aber sie lebt. Und ihre Eltern freuen sich über jeden noch so kleinen Schritt, den Esma hin zu einem normalen Leben macht. Ich will, dass sie glücklich ist. Ich will, dass sie lacht. Das reicht mir schon, sage ich dir. Das ist für mich ein tolles Tag, wenn sie mal lacht. 2018 wurden in Deutschland 295 Herzen gespendet. Aber mehr als doppelt so viele Menschen haben auf ein Spenderherz gewartet. Wer keins rechtzeitig bekommt, der stirbt. Wir haben also ein Problem, und zwar ein ziemlich großes. Deshalb diskutiert man momentan über Ideen, wie man Menschen dazu bewegen könnte, mehr Organe zu spenden. Momentan ist es so, dass in Deutschland alle Menschen erstmal grundsätzlich keine Spender sind. Wir haben die Zustimmungslösung. Nur wer ausdrücklich zustimmt, zum Beispiel mit dem Organspendeausweis, der wird zum potenziellen Organspender. Allerdings können auch die Angehörigen zustimmen, wenn sie der festen Überzeugung sind, dass eine Spende im Sinne des Verstorbenen ist. Die Zustimmungslösung halten Kritiker für unzureichend. Sie schlagen etwas anderes vor, nämlich die Widerspruchslösung. Demnach sind erstmal alle potenzielle Organspender. Es sei denn, man widerspricht, zum Beispiel mit einer schriftlichen Erklärung. Wenn es die nicht gibt, können auch die Angehörigen widersprechen, indem sie erklären, dass der Verstorbene früher gegen eine Spende war. Eine andere Lösung ist die sogenannte Entscheidungsregelung. Also eine Pflicht zur Entscheidung. Jeder soll angeben, ob er nach dem Tod Organe spenden möchte oder nicht. Oder ob er noch unentschlossen ist. Diese Antwort soll festgehalten werden in einem zentralen Organspenderegister. Widerspruchslösung, Entscheidungsregelung, das klingt jetzt sehr theoretisch. Doch wie fühlt es sich an, wenn man plötzlich selbst betroffen ist? So, dann nochmal eine kleine organisatorische Angelegenheit. Ihr habt es vielleicht gesehen, wir sind gerade über die Grenze gefahren. Also ab hier, falls euch was passieren sollte in Österreich, seid ihr automatisch Organspender. Wenn ihr da irgendwas dagegen habt, dann könnt ihr vorkommen. Wir haben Organspendeausweise dabei, wo ihr widersprechen könnt. Aber nur als Info. Die Skifahrer werden plötzlich zu potenziellen Organspendern, ohne dass sie gefragt wurden. Expertin Dr. Pascal Wilhelmsen beobachtet die ersten Reaktionen. Wir wollen wissen, wie es den Reisenden mit dieser Info geht. Es ist Fakt. Also das, was der Tizian vorhin gesagt hat, stimmt so. Okay, aber selbst für Ausländer, die dann hier sind? Ja. Okay, aber dann finde ich eigentlich schon, dass man das immer im Bus sagen sollte, weil wenn jetzt eine chinesische Busreise hierher kommt, die wissen vielleicht nicht, selbst wenn es allgemein Wissen in Deutschland ist, ich wüsste auch nicht in Sichuan, was für Regeln, also keine Ahnung. Und das fände ich dann schon cool, wenn ich dann informiert werden würde, bevor ich mit dem Bus einreise. Gab es irgendjemand von euch, der jetzt das Gefühl hatte, er müsste jetzt nochmal nach vorne kommen und vielleicht auch sozusagen widersprechen, dass er kein Organspender ist? Ja, also ich bin komplett dafür, für Organspende, deswegen, ob es jetzt nur in Österreich ist oder weltweit, dann ich wäre so oder so dafür. Es ist ja gerade die große Diskussion, ob diese Regelung vielleicht geändert werden soll in Deutschland. Verfolgst du diese Diskussion? Nur am Rande, aber ich fände es total sinnvoll. Also ich wusste nicht, dass in Österreich das so ist tatsächlich. Aber ja, ich finde es eigentlich total gut, weil ich habe selber einen Bekannten, der wäre an Lungenversagen gestorben und hat jetzt eine neue Lunge transplantiert bekommen. Und ja, ich finde es halt total cool, dass der jetzt noch ein zweites Leben geschenkt bekommen hat, sozusagen. Was hast du dir gedacht, als der Tizian vorhin gesagt hat, wer dem jetzt widersprechen will, müsste nach vorne kommen? Du bist jetzt ja nicht nach vorne gekommen. Nee, ich würde dem auch nicht widersprechen. Also ich wäre auch dafür, wir haben auch gesagt, das ist absolut sinnvoll, diese Regelung. Ist auch komisch, sich irgendwie damit zu beschäftigen, finde ich, weil es halt so um den Tod geht sozusagen und man daran ja eigentlich nicht so wirklich denkt. Aber ich finde es schon gut. Also ich finde auch die Regelung in Österreich gerade gut. Weil ich finde, dass wenn man Nein sagen kann,
aber sonst eigentlich die Verpflichtung hat sozusagen, dann sagt man eher nein, sondern nimmt so hin. Und in Deutschland, wenn man halt erst zustimmen muss, das macht man eher nicht, würde ich sagen. Wer von euch hat denn zum Beispiel einen Organspendeausweis? Merkwürdig. Nur etwa ein Viertel der Skifahrer hat einen Ausweis. Wenn ich nachfrage, sind eigentlich alle für die Organspende. Aber die wenigsten haben einen Ausweis. Zwischen der grundsätzlichen Einstellung und der aktiven Entscheidung gibt es eine riesige Differenz. Und das ist das Spezialgebiet von Philosophin Pascal Wilhelmsen. Es war ja gerade total spannend, als wir über die Grenze gefahren sind und durchgesagt haben, okay, ihr seid ab sofort Organspender, wenn ihr das nicht wollt, müsst ihr widersprechen. Es ist niemand hier im Bus aufgestanden und nach vorne gegangen und hat dem widersprochen. Hat Sie das überrascht? Es war tatsächlich ganz interessant, insbesondere gegeben der Anzahl von Organspendern, die tatsächlich halt hier im Bus saßen und einen Organspendeausweis hatten. Wir finden halt ganz oft, dass Leute gerade in Situationen von großer Unsicherheit, wo sie vielleicht noch nicht ganz so festgelegt sind, aber eine gewisse Tendenz haben, dass Leute da sehr glücklich sind, wenn Entscheidungen auch für sie getroffen werden. Also ich persönlich hatte das Gefühl, dass die allgemeine Bereitschaft, hier Organe zu spenden, sich dann auch ausgedrückt hat in diesem, nein, ich möchte hier nicht widersprechen, ich akzeptiere das jetzt einfach so, wie es ist. Kann man denn daraus schon schließen, dass die grundsätzliche Bereitschaft, Organspender zu werden, eigentlich gar nicht so viel mit der rechtlichen Situation im jeweiligen Land zu tun hat? Oftmals ist diese Bereitschaft einfach nur, ja, ich habe jetzt auch keine guten Argumente für mich, die dagegen sprechen. Und so aus rechtlicher und politischer Perspektive kann man sich da halt überlegen, reicht uns das eigentlich schon als Bereitschaft oder brauchen wir wirklich diese ganz starke Form, die wir im Moment in Deutschland fordern, wenn wir von der Zustimmungsregelung sprechen, also aktiv von Menschen fordern, dass sie zustimmen zur Organspende. Der Knackpunkt ist, das Gesetz gibt einen Status quo vor. In Deutschland ist dieser Status quo, man ist erstmal grundsätzlich kein Organspender. Bei einer Widerspruchslösung ist der Status quo, man ist erstmal grundsätzlich Organspender. Doch so oder so, in jedem Fall kann ich mich frei entscheiden, diesen Status zu ändern. Ist es dann nicht egal, was das Gesetz vorgibt? Naja, denn um den Status quo zu ändern, muss ich mich erstmal genau informieren und abwägen. Das ist natürlich aufwendig. Wir sind träge, wir haben auch noch andere Dinge zu tun. Was passiert also? Die meisten machen nichts und verbleiben im Status quo. Außerdem sind wir Menschen vertrauensselig. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber viele verstehen so einen Status quo als offizielle Empfehlung. Wir vertrauen darauf, dass uns Experten schon nichts Schlechtes empfehlen werden. Der Status quo ist also wichtig. Psychologen nennen ihn die Voreinstellung. Die wird nicht so einfach aufgegeben. Außerdem kommt noch hinzu, Organspende gilt als etwas Gutes. Und wir tun immer gerne das, wovon wir denken, dass es anderen gefällt. Es könnte unangenehm sein, aktiv einer Organspende zu widersprechen, weil ich damit auch der gesellschaftlichen Erwartung widerspreche. Die staatliche Regelung, also die Voreinstellung, kann uns also durchaus beeinflussen in unserer Entscheidung. Und das betrifft nicht nur die Spender, sondern auch die Angehörigen. Denn meistens sind sie es, die entscheiden müssen. Es war eine unglaublich bizarre Situation, weil man sieht, dass der Mensch atmet, man hört die Maschinen den Herzschlag anzeigen, die Temperatur ist normal, man kann den Menschen anfassen und denkt, alles was fehlt, ist, dass jetzt die Augen aufgehen. In dieser Situation sollten sie entscheiden. Helga Biel sei tot, hatten die Ärzte gesagt. Nun standen ihre Söhne und ihr Ehemann vor einer Frage, die Helga Biel zu Lebzeiten nicht beantwortet hatte. Wir hatten das mal kurz gestreift und da haben wir eben gesagt, ja, aber in unserem Alter, was will man mit unseren alten Organen, das kommt für uns ja nicht in Frage. Soweit hatte ich mich mit dem Thema einfach noch überhaupt nicht auseinandergesetzt. Insofern war die Ansprache des katholischen Pfarrers die einzige Vorbereitung, die ich dazu hatte. Für mich kam das auch vollständig aus dem heiteren Himmel, hat mich zutiefst getroffen, auch dass ich jetzt mit an der Entscheidung beteiligt sein würde. Ja, das war vollkommen überraschend. Für mich kam es überhaupt nicht überraschend. Ich habe schon 2 Tage vor dem Tod meiner Mutter mit meiner Frau über das Thema zu Hause gesprochen. Helga Biel erlitt 2012 einen Schlaganfall. Nach 4 Tagen auf der Intensivstation wurde der Hirntod festgestellt. Meine Mutter hat für mich in meiner Wahrnehmung noch gelebt. Ja, sie war tot, es war amtlich bestätigt, dass sie tot war. Aber für mich,
Sie war immer noch warm. Ich konnte sie in den Arm nehmen. Sie hat für mich immer noch gelebt. Und in so einer Situation, sich über Organspende zu unterhalten, das ist vollkommen weit weg, ja? Gedanklich weit weg. Aber die Ärzte verlangten eine Entscheidung. Also es ist ja so, dass man sich natürlich dann fragt in der Situation, ist das jetzt wirklich schon endgültig der Tod oder ist nicht doch noch ein Rest Hoffnung da? Während sie diskutierten, arbeiteten die Maschinen weiter. Wir hatten die Diskussion mit den Ärzten, ob es noch ein toteres Tod gibt als den Hirntod. Wobei uns aber eben bestätigt wurde, dass das eben ein maschinelles am Leben erhalten der Organe ist und der Hirntod eben einfach der Tod ist. Aber diese Akzeptanz war in meinen Augen für mich das Schwierigste bei der Frage, einer Organspende zuzustimmen. Wir wollten als Familie eine einheitliche Meinung zusammenbringen zu dieser Sache, denn schwerwiegende Dinge haben wir immer gemeinsam entschieden. Und da hatte ich doch das große Bedenken, dass wir da zu keiner Einigkeit kommen werden. Es ist auch sofort in den Raum geworfen worden von einem der Söhne. Aber wenn einer nicht der Meinung ist, dass wir das tun sollen, dann sollte man es lassen. Mehrere Stunden diskutierten Vater und Söhne am Krankenhausbett. Wie sie sich letztendlich entschieden haben, dazu kommen wir gleich noch. Für Familie Biel ging es bei dieser schweren Entscheidung um die Frage, wann ist jemand tot? Wann kann ich akzeptieren, dass ein geliebter Mensch nicht wieder zurückkommt? Emotional schwierig genug. Aber auch die medizinische Definition ist nicht allen ganz klar. Kennen Sie sich aus? Ich habe jetzt für Sie vier verschiedene medizinische Situationen und Sie können sich überlegen, in welcher dieser Situationen darf man in Deutschland Organe spenden? Erstens, das Gehirn arbeitet nicht mehr, aber das Herz schlägt noch. Zweitens, das Gehirn arbeitet nicht mehr und das Herz steht still. Drittens, das Gehirn arbeitet und das Herz steht still. Oder viertens, das Gehirn arbeitet und das Herz schlägt auch noch. Eine Antwort, die können wir direkt streichen, nämlich wenn das Gehirn noch arbeitet und das Herz auch noch schlägt, dann ist man höchstens bewusstlos. Hier darf man definitiv keine Organe spenden. Bei den anderen drei Fällen muss man jetzt schauen, inwiefern sich Organspender von, ich sag mal, klassischen Toten unterscheiden. Beim natürlichen Tod leitet meist ein Herzstillstand das Sterben ein. Kurz nach dem Herzstillstand setzt auch die Atmung aus. Spätestens eine Viertelstunde, nachdem das Herz aufgehört hat zu schlagen, ist keine Hirnaktivität mehr messbar. Wenig später hören auch die Zellen der Leber auf zu arbeiten. Weil die Haut nicht mehr durchblutet wird, ist der Tote blass. Die Nieren stellen ihre Arbeit erst 1 bis 2 Stunden nach dem Herzstillstand vollständig ein. Etwa 8 bis 12 Stunden, nachdem das Herz aufgehört hat zu schlagen, erstarren die Muskeln. Die sogenannte Leichenstarre setzt ein. Das ist der Tod, wie wir ihn kennen. Herzstillstand. Doch bei Herzstillstand dürfen in Deutschland keine Organe gespendet werden. Nur wenn das Herz schlägt, können die Organe mit Energie versorgt werden und auch transplantiert werden. Für eine Organspende kommt nur eine seltene Gruppe von Patienten in Frage, nämlich Patienten, bei denen das Gehirn unwiederbringlich zerstört ist, aber das Herz noch schlägt. Das heißt, die Reihenfolge des Sterbens ist vertauscht. So ein Hirntod tritt meistens auf nach einer schweren Kopfverletzung, nach Hirnblutungen oder nach einem Schlaganfall. Wenn sämtliche Hirnfunktionen erloschen sind, kann der Hirntod festgestellt werden. Normalerweise würden jetzt auch Atmung und Herzschlag aussetzen. Aber das geschieht nicht, wenn ein Beatmungsgerät die Atmung in Gang hält. Der Körper wird weiter mit Sauerstoff versorgt. Das Herz schlägt. Infusionen stabilisieren Blutdruck und Herzschlag. Ein Hirntoter unterscheidet sich äußerlich nicht von einem Schwerkranken. Er fühlt sich warm an, seine Haut wird durchblutet. Zum Leichnam wird der Körper eines Hirntoten erst im OP-Saal,
wenn das Herz frei präpariert ist. Dann leiten Ärzte eine Kühlflüssigkeit in den Kreislauf und das Herz bleibt stehen. Hatten Sie es gewusst? Wir haben zusammen mit Infratest-Teamup 1000 Menschen genau das gefragt. Die einzige realitätsgetreue Situation ist die hier. Das Gehirn arbeitet nicht mehr und das Herz schlägt noch. Doch nur etwa die Hälfte der Befragten hatten gewusst, dass man in dieser Situation Organe spenden darf. Was ist mit den anderen Situationen? Das Gehirn arbeitet nicht mehr und das Herz schlägt auch nicht mehr. Hier darf man keine Organe nehmen, weil die zu viel Schaden nehmen würden. Doch 82% der Befragten dachten, dass es hier geht. Nächste Situation, das Gehirn arbeitet noch, das Herz schlägt nicht mehr. Das geht in Deutschland gar nicht. Der Hirntod ist die absolute Voraussetzung für eine Organspende. Doch 32% dachten, dass man hier Organe nehmen darf. Sie sehen das Problem, wir sind schlecht informiert. Doch wir brauchen dieses Wissen, um eine gute Entscheidung zu treffen. Doch selbst wenn die medizinische Seite klar ist, bleibt immer noch eine emotionale Entscheidung, die schwer genug sein kann. Vor allem für die Angehörigen. Ich habe hier eine Geschichte nochmal, die mich auch damals sehr berührt hatte, von einem jungen Ehepaar, das ihr kleines Kind zur Organspende nach einem Autounfall freigegeben hatte. Und ich nenne sie jetzt mal Frau N. hatte geschildert, dass sie also auf der Intensivstation von dem Oberarzt und von der Klinik sehr feinfühlig behandelt worden ist. Also Frau N. hatte aber dann hinterher trotz allem noch Zweifel, wie sie sagte, am tatsächlichen Todeszeitpunkt. Und das Zitat ist, dass ich eigentlich nicht weiß, wann er, also vom Emotionalen her, wann er gestorben ist. Nicht der Todeszeitpunkt, den eben die Ärzte festgestellt haben, sondern wann hätte das Herz aufgehört zu schlagen, wenn man ihn nicht an diese Kreislaufmaschine gehängt hätte, an die Beatmungsmaschine. Vera Kalitzkus hat für ihre Doktorarbeit Angehörige von Organspendern befragt. Etliche hätten ihre Entscheidung für die Organspende später bereut, sagt sie. Eine Mutter, die ihren Sohn zur Organspende freigegeben hat, hat es im Nachhinein so formuliert, dass sie sagt, mir wurde sozusagen die Erfahrung des Todes genommen. Sie sagt, das letzte Bild, das ich von meinem Kind habe, ist das eines atmenden Kindes. Und das macht es sehr viel schwerer, den Abschied, den man einfach nehmen muss, dann auch wirklich zu gehen. Und ich erinnere einen Fall, da ging es auch drum, also Herr N. nenne ich ihn jetzt einmal, der auf der Intensivstation sich mit seiner Frau verabschieden wollte, von seinem Sohn kurz den Raum verlassen hatte. Und wo es dann so war, dass der Kreislauf des Sohnes zu entgleisen drohte, dann sind natürlich viele intensivmedizinische Maßnahmen notwendig, sodass man ihm dann verwehrt hat, wieder zurück auf die Intensivstation zu seinem Sohn zu gehen und der ganze Prozess also deutlich schneller ins Laufen kommen musste. Und das ist natürlich etwas, was letztendlich in der Erfahrung einfach nicht mehr gut zu machen ist. Dann die Frage, was geschieht bei der Entnahmeoperation? Was, glaube ich, schwer ist, sich vorher vorzustellen, wie man in so einer Situation tatsächlich damit umgeht, ist die Frage dessen, was dann für Bilder und Fantasien im Kopf abgehen, wenn man weiß, so und jetzt passiert es dort. Und nun sind wir Menschen eben unterschiedlich veranlagt. Manche sind da sehr rational und können damit gut umgehen. Bei anderen ist es so, dass sie merken, dass diese Bilder, was da gerade passiert, sehr, sehr quälend sein können. Helga Biel wurde zur Organspenderin. Ihr Mann und ihre Söhne haben die Entscheidung nicht bereut. Also wichtig war für mich zum einen die in der Tat sehr gute Aufklärung und Betreuung durch beide, den geistigen Seelsorger und auch die Ärzte, die sich sehr viel Zeit genommen haben, uns das Thema einfach zu erläutern und unsere Fragen sämtlich zu beantworten. Sodass für mich eigentlich kein vernünftiger Zweifel mehr daran bestehen konnte, dass eben der Gehirntod da ist. Und damit ist ja die Endgültigkeit dann dieses
Zustandes gegeben? Für mich war eine ganz wichtige, wesentliche Frage, gehört mein Körper mir? Habe ich überhaupt ein Recht, in solchen Situationen solche Dinge vorzuenthalten? Oder ist mein Körper mir überlassen für den Zeitraum, den ich auf dieser wunderbaren Welt leben darf? Und das bin mir nicht mehr sicher, ob wir darüber gesprochen haben. Vielleicht wisst ihr das noch, aber das ist irgendwas, was mir das auch erleichtert hat, das zu entscheiden, weil ich sehe das genauso wie du, Wolfgang, oder auch ja, wie ihr beide. Das Führende war einfach dabei das Thema, dass man mit den Organen der lieben Mama dem einen oder anderen Menschen vielleicht noch sein Leben, seine Schmerzen, seine Dinge einfach erleichtern konnte. Mhm. Diese schwierige Entscheidung kann man seiner Familie ersparen. Und zwar hiermit, mit einem Organspendeausweis. Die meisten haben allerdings keinen. Warum eigentlich nicht? Das haben wir auch bei unserer Umfrage nachgefragt. 31% waren noch unentschlossen oder hatten sich noch nicht damit beschäftigt. Ganze 14% dachten, sie seien aus Altersgründen nicht geeignet. Unter den Älteren waren es die Hälfte, die dachten, für meine alten Organe interessiert sich keiner. Aber für Organspende gibt es keine Altersgrenze. 15% dachten, dass sie keinen Organspendeausweis brauchen, wenn sie keine Organe spenden möchten. Doch man kann hier auch Nein ankreuzen und das sorgt für Klarheit. 22% sagten, dass sie noch nicht dazu gekommen sind, sich einen zu besorgen oder dass sie nicht wussten, wo sie einen herkriegen. Und für die ist interessant zu wissen, dass es auch ein selbstgeschriebener Zettel im Portemonnaie tut. Hierzu gibt es also noch Aufklärungsbedarf. Deswegen haben wir für Sie eine Übersicht zusammengestellt. Das sind Robin, Alex und Lenny. Sie leben für ihren Sport und lieben das Risiko. Hat einer von euch einen Organspendeausweis? Nee. Habt ihr euch da mal Gedanken drüber gemacht? Also würdet ihr das wollen? Also man kriegt ja nichts mehr mit und wenn ein anderer Mensch dadurch weiterleben kann, also ich würde auch alles spenden, was noch verbrauchbar ist. Dann müsste der 23-jährige Robin ankreuzen, ja, ich gestatte, dass nach der ärztlichen Feststellung meines Todes meinem Körper Organe und Gewebe entnommen werden. Und was, wenn ich gar nicht mehr Organe spenden will? Dann kann Lenny ankreuzen, nein, ich widerspreche einer Entnahme von Organen oder Geweben. Keine einfache Entscheidung. Und je länger die drei darüber nachdenken, desto mehr Fragen tauchen auf. Voraussetzung für eine Organspende ist der Hirntod, aber... Was bedeutet denn Hirntod? Ich habe mir noch nie darüber Gedanken gemacht, welcher Tod jetzt der Tod ist. Ob Gehirntod, Tod ist tot. Wenn das Herz tot ist und dann ist ja irgendwann auch automatisch das Gehirn tot und dann ist ja alles tot. Falsch. Damit die Organe entnommen werden können, muss der Mensch zwar hirntot sein, Mediziner sprechen von einem irreversiblen Hirnfunktionsausfall, aber das Herz muss weiterschlagen, damit die Organe mit Sauerstoff versorgt werden. Aber wie kann man unterscheiden, ob ein Mensch wirklich hirntot ist oder ob er einfach im Koma liegt? Man hört viele Geschichten so aus Krankenhäusern und sowas, alles, was da so alles schieflaufen kann. Dass da nichts schiefläuft, dafür sorgt zum Beispiel der Neurologe Dr. Michael Groß. Denn bevor Organe entnommen werden dürfen, müssen zwei Ärzte unabhängig voneinander nachweisen, dass dieser Patient nicht mehr aufwachen wird. Um zweifelsfrei den Hirnfunktionsausfall festzustellen, prüfe ich erst eine Reihe von Voraussetzungen. Zum Beispiel, ob der Patient vielleicht Medikamente bekommen hat, die einen Hirntod vortäuschen könnten. Dann gibt es eine Reihe von Reflexen, die ich prüfe. Ich schaue in die Pupille des Patienten, ob es eine Lichtreaktion gibt. Dann setze ich einen Schmerzreiz im Gesicht. Das mache ich in etwa so. Dann kitzel ich die Rachenhinterwand, um zu schauen, ob der Würgereflex erhalten ist. Da gibt es noch zwei, drei andere Reflexe. Und wenn die Reflexe alle ausgefallen sind, dann ist der Hauptteil der klinischen Untersuchung abgeschlossen. Keine Reflexe mehr. Heißt das, jetzt ist die Diagnose irreversibler Hirnfunktionsausfall sicher? Nein, ich müsste dann das Ganze entweder wiederholen nach einer definierten Zeit. Zum Beispiel bei einer schweren Schädelverletzung müsste ich das nach 12 Stunden wiederholen. Die andere Möglichkeit ist, eine apparative Zusatzuntersuchung zu wählen. Klassischerweise nimmt man das EEG, also die Hirnstrommessung. Da muss man eben über einen Zeitraum von 30 Minuten wirklich eine Nulllinie ableiten. Das heißt, in 30 Minuten keinerlei hirnelektrische Aktivität nachweisen. Erst dann gilt als sicher, dieser Mensch wird nicht mehr leben. Aber er könnte mit seinen Organen vielen anderen Menschen helfen. Und dann?
wenn die einen auch wieder richtig zunehmen, dass man auch trotzdem richtig bestattet werden kann und alles, denke ich, dass die einen da zerfleddert zurücklassen und die Familie dann so einen zerbersteten Sohn kriegen soll. Nee, ich glaube auch nicht. Die werden das schon so machen, dass man so tauglich ist für eine Beerdigung. Stimmt. Darüber brauchen sich die Jungs keine Sorgen zu machen. Wer trotzdem lieber nur ein einzelnes Organ spenden möchte oder ein bestimmtes Organ nicht spenden möchte, kann auch das in seinem Ausweis angeben. Aber gerade beim Herzen schwierig, findet der 25-jährige Alex. Meine Eltern würden das vielleicht gut finden, quasi, weil mein Herz ja dann, also wenn ich mein Herz spenden würde, das Herz ja quasi weiterlebt halt bei jemand anderem. Dementsprechend kann ich mir aber auch vorstellen, dass sie es nicht so gut finden, weil ihr Sohn halt so entnommen wird, quasi. Wer hat denn überhaupt das letzte Wort? Formell ist der Patientenwille das Entscheidende. Aber wenn es nun in der Familie Differenzen gibt und Angehörige sind dagegen, dann würde man nie um jeden Preis eine Organspende durchziehen. Im Idealfall ist es natürlich so, dass man sich in der Familie damit befasst mit der Thematik und die nächsten Familienangehörigen wissen, wie der Patient entschieden hätte und auch diesen Wunsch respektieren. Dann gibt es am wenigsten Reibungspunkte. Und wer vorsichtshalber lieber vorab bestimmen möchte, welche Angehörige über Ja oder Nein entscheiden soll, auch dafür gibt es eine Zeile im Ausweis. Und zu guter Letzt? Wisst ihr, was mit der letzten Zeile gemeint ist? Platz für Anmerkungen und besondere Hinweise? Hier kann man zum Beispiel medizinische Wünsche eintragen, etwa dass zusätzlich zu den vorgeschriebenen Untersuchungen auf jeden Fall noch ein EEG gemacht wird oder eine andere apparative Untersuchung. In den allermeisten Fällen, also ich blicke jetzt auf 400 bis 500 Untersuchungen zurück, wird apparative Untersuchung sowieso gemacht. Aber es gibt auch viele Kliniken, die das nicht standardmäßig machen. Und wenn ich das unbedingt möchte, sollte ich das in den Organspendeausweis schreiben. Und dann wird das auch berücksichtigt. Ob Alex, Robin und Lenny Organe spenden wollen oder nicht, das will sich jeder für sich jetzt noch mal ganz in Ruhe durch den Kopf gehen lassen. Wir schauen ja immer neidisch auf Länder wie Spanien, wo es im Verhältnis zur Einwohnerzahl 4-mal mehr Organspender gibt als in Deutschland. Und dann spricht man über die Entscheidungsmoral, über Widerspruchslösung, Zustimmungslösung, Entscheidungsregelung. Doch was dabei oft in Vergessenheit gerät, ob Organspenden stattfinden können, das hängt nicht nur von der Spendenbereitschaft ab. Was läuft in Deutschland schief? Das ist noch relativ knapp aufgebaut. Als Arzt will Martin Brauer vor allem eines: Leben retten. Manchmal kann er allerdings für seine Patienten nichts mehr tun und der Hirntod tritt ein. Dann zieht er eine Organspende in Betracht. Er weiß, jede Organspende kann Leben retten. Aber in Deutschland werden viel weniger Organe gespendet, als gebraucht werden. Auch ich selber habe es schon erlebt, dass ich als Transplantationsbeauftragter gefragt wurde, warum ist in diesem Jahr die Zahl so niedrig? Und ich war letztendlich nicht wirklich in der Lage, dort eine Antwort geben zu können. Warum gibt es immer weniger Organspender? Martin Brauer will eine Antwort. Er bittet Konrad Pleuel von der Deutschen Stiftung Organspende um Hilfe. Die beiden stehen vor einer immensen Aufgabe. Sie wollen die Daten tausender Verstorbener aus 3 Bundesländern überprüfen. Sind hier potenzielle Organspender übersehen worden? Oft ist schnell klar, dass eine Organspende aus medizinischen Gründen nicht möglich war. Aber in über 2000 Fällen reichen die Daten nicht aus. Martin Brauer sieht nur eine Möglichkeit. Er muss mit den Ärzten sprechen, die die Verstorbenen vor ihrem Tod behandelt haben. Es bedeutet zunächst erstmal, sich überhaupt diesem Prozess zu unterziehen. Ich öffne meine Akten. Ich lasse mein Tun noch mal Revue passieren, auch auf die Gefahr hin, dass es dort Unstimmigkeiten gibt, dass mein Partner, mit dem ich diese Akten genau noch einmal analysiere, nämlich der Koordinator von der DSO, dort Einsicht bekommt in Abläufe, die vielleicht nicht ganz optimal sind. Die Gespräche mit einigen Kollegen bestätigen Martin Brauers Verdacht. Ein Hirntod wird oft nicht erkannt. Gerade junge Ärzte haben damit anscheinend Probleme. Es ist sicherlich erst einmal eine Frage der Erfahrung, den Patienten mit einem schwersten neurologischen Schaden abzugrenzen von dem Patienten, der wirklich die Kriterien des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls
bietet. Doch der Intensivmediziner stößt sogar auf Fälle, bei denen bereits keinerlei Hirnströme mehr messbar waren. Einen so deutlichen Hinweis auf einen Hirntod zu übersehen, lässt sich nur mit extremer Arbeitsüberlastung erklären. Die ist allerdings in vielen Kliniken Alltag. Dass in Belastungs- und Überlastungssituationen bestimmte Zustände nicht korrekt erkannt werden, kann trotzdem eine Rolle spielen. Es ist dann aber nichts, was gezielt erfolgt, um sich einer Zusatzaufgabe nicht stellen zu müssen, sondern etwas, was der Tatsache geschuldet ist, dass man aufgrund der Vielzahl der gleichzeitig zu erfüllenden Aufgaben hier vielleicht nicht so vertieft nachgedacht hat, wie man hätte nachdenken müssen. Martin Brauers Recherchen zeigen auch, dass Kollegen die Bedeutung einer Patientenverfügung falsch eingeschätzt haben. Darin heißt es oft, dass die Therapie abgebrochen werden soll, wenn ein selbstbestimmtes Weiterleben bei Bewusstsein nicht mehr möglich ist. Für eine Organspende muss der Körper eines Hirntoten aber für 1 bis 2 Tage länger am Leben erhalten werden. Patientenverfügung und der Wunsch, die eigenen Organe zu spenden, können sich also widersprechen. Letztendlich muss man, wie es auch vom Gesetzgeber im Patientenrechtegesetz gefordert ist, in einem Dialog mit Menschen, die den Patienten gut kennen, noch einmal diese Patientenverfügung mit Inhalt und Leben füllen. Vielen Ärzten fällt es schwer, mit den Angehörigen zu sprechen. Das merkt Martin Brauer bei seinen Gesprächen mit den Kollegen immer wieder. Er kann das gut nachfühlen. Vor einigen Jahren ging es ihm selbst nicht anders. Auf seiner Station lag ein 10-jähriger Junge, der nach einem Verkehrsunfall schwere Hirnschäden erlitten hatte. Das Thema Organspende mit den Eltern zu besprechen, schaffte der Mediziner nicht. Die Situation erschien uns so schrecklich, sodass wir dann in dem Wissen, dass der 10-jährige unter dem Bild des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls verstorben ist, die Therapie beendet haben. Völlig überraschend kam für uns die erste Frage der Eltern nach dessen Tod, in dem Fall nachdem das Herz aufgehört hat zu schlagen. Was ist mit den Organen? Mit Angehörigen sprechen, Patientenverfügungen richtig interpretieren und den Hirntod erkennen. Der Organspendeprozess birgt viele Herausforderungen für Ärzte. Martin Brauer kennt sie alle aus eigener Erfahrung. Seine Recherchen zeigen, im Jahr 2016 wurden in der von ihm untersuchten Region insgesamt 500 potenzielle Organspender übersehen. Er schätzt, dass sich damit die Spenderzahl um etwa 60% hätte steigern lassen. Wenn sich das ändern soll, brauchen Kliniken mehr erfahrene Mediziner, die sich mit Zeit und Engagement um die Organspende kümmern. Es ist mir nicht ganz klar, woher die Kollegen kommen sollen, die das dann auch vor Ort umsetzen sollen, vor dem Hintergrund des jetzt bereits gravierenden Ärztemangels, insbesondere des Mangels an qualifizierten, erfahrenen Ärzten. Die Situation ist schwierig. Aber Martin Brauer gibt nicht auf. An seiner Klinik bildet er junge Mediziner aus, damit sie potenzielle Organspender rechtzeitig erkennen. Also, wenn wir in Deutschland mehr Organspenden wollen, muss sich noch vieles ändern. Ich habe übrigens einen Organspendeausweis. Was hier hinten drauf steht, ist meine Privatsache. Und wie Sie sich entscheiden, ist Ihre Privatsache. Jeder darf frei über seinen eigenen Körper entscheiden. Deswegen machen Sie sich Gedanken, sprechen Sie mit Ihren Angehörigen und halten Sie Ihre Entscheidung fest. Wichtig ist nur, dass Sie gut vorbereitet und gut informiert sind. Und da hoffe ich, wir konnten Ihnen heute helfen. Danke, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal bei Quarks.